Zwölftes Kapitel. Tagebuch Draco Malfoy. Es ist schlimm zu wissen, dass man genau in diesem Moment mit dem Mädchen, das man liebt, im Bett liegen könnte. Am ersten Tag war es schon schlimm, aber es wurde mit jedem Tag schlimmer. Es zerriss mich innerlich, nicht zu wissen, was sie tat. Nicht zu wissen, ob ein anderer Mann bei ihr war, um sie zu trösten. Natürlich glaube ich nicht, dass sie das tat, aber es ließ mich trotzdem nicht los. Die ganzen Wochen hatte ich fast nicht gegessen und blieb den ganzen Tag, mal abgesehen vom Unterricht, in meinem Zimmer. Als mich dann der Brief von meiner Mine erreichte, bin ich ausgeflippt. Mein Nachttisch hat ein bisschen darunter gelitten. Mit einem Zauberspruch wurde das Ganze wieder in Ordnung gebracht. Ich konnte es kaum erwarten, dass endlich die Sperrstunde kam. Früher konnte ich mein Zimmer nicht verlassen, da sonst die Gefahr zu groß war, dass ich entdeckt und an meinem Vater verraten wurde. Um die Zeit zu überbrücken, suchte ich mir ein Outfit heraus und ließ mich von den Hauselfen der Schule ein Picknick vorbereiten. Mine wird sich freuen. Zurück bei Hermine im Turm. »Was sollte ich anziehen? Was werden wir machen? Was soll ich sagen?« Ich fühlte mich wie die 14-jährige Hermine in meinem vierten Schuljahr, als ich mit Viktor Krumm auf dem Weihnachtsball war. Ich war aufgeregt. Daran bestand kein Zweifel. Ich brauchte tatsächlich eine ganze Stunde, um mein Outfit auszusuchen. Ich entschied mich schließlich für einen grauen Rollkragenpullover und eine schwarze Jeans, mit der Hoffnung, nicht over und nicht underdressed zu sein, entfachte ich im Kamin ein Feuer und setzte mich mit einem Buch auf das Sofa. »Mine?« Eine mir nur zu gut bekannte Stimme hallte durch den Ton. Ich sprang auf und stürmte in den Eingangsraum, wo Draco auch schon stand und mich in den Arm nahm. Mir lief eine Träne über die Wange. »Hermine, geheult hast du in den letzten Wochen jetzt also wirklich genug. Genieß jetzt bitte die paar Stunden, die du heute mit ihm hast«, rief ich mich zur Ordnung. »Ich habe dich vermisst, Mäuschen«, flüsterte Draco und drückte mir einen Kuss auf den Scheitel. »Ich habe dich auch vermisst, Draco.« Ich löste mich leicht von ihm, um ihm in die Augen zu schauen. Einen Moment lang standen wir einfach nur da und sahen uns an, und dann senkte er seinen Kopf und küsste mich. Ich schlang meine Arme um seinen Nacken und ließ mich einfach fallen. Endlich konnte ich wieder in seinen Armen liegen, seine Lippen auf meinen spüren. Ich hätte noch stundenlang so dastehen können, aber Draco unterbrach den Kuss, befahl mir, meine Augen zu schließen und führte mich in den Gemeinschaftsraum. Als ich die Augen wieder öffnen durfte und sah, dass auf dem Boden ein Picknick ausgebreitet war, kamen mir erneut die Tränen. Ich habe dich nicht verdient. Ich habe es nicht verdient, dass du so viel für mich tust.« »Sag sowas nicht.« Er nahm mich wieder in den Arm und wir versanken in einen weiteren, unbeschreiblichen Kuss. »Was machen wir denn jetzt?« Ich ließ meinen Kopf an seine Brust sinken. »So kann es doch nicht weitergehen. Ich will nicht noch eine Woche ohne dich hier im Turm wohnen.« »Ich weiß es doch, und auch wieder nicht. Ich will, dass wir zusammen sein können. Den ganzen Tag. Immer. Ich liebe dich, Mine, und ich will immer bei dir sein. Aber ich kann dir nicht sagen, was wir tun sollen.« Er drückte mir einen Kuss auf den Scheitel. »Kannst du nicht bei mir bleiben? Würde dein Vater mich angreifen, könnte ich mich verteidigen, und das weißt du ganz genau. Bitte bleib bei mir.« Ich wusste, dass es nicht weniger gefährlich war, wenn wir nicht zusammen waren, aber ich konnte nicht. Ich konnte nicht ohne ihn. »Versuchen wir es. Aber sobald du auf irgendeine Weise wegen meinem Vater bedroht wirst, ich werde alles tun, um dich zu beschützen. Du hast es verdient, in Frieden zu leben.« Ich schenkte ihm ein kleines Lächeln, löste mich ein kleines bisschen von ihm und küsste ihn. »Danke.« Irgendwie hatte er es hingebracht, mich auf seinen Schoß zu setzen, ohne den Kuss zu unterbrechen. Ich schlang meine Arme um seinen Hals.
Als seine rauen Finger über meine Haut strichen, fuhr mir ein Schauer über den Rücken. »Ist dir kalt?« Ich schüttelte den Kopf und ziehe ihn wieder an mich. »Alles gut, das bist nur du.« Draco zupfte an meinem Pulli und ich half ihm, ihn auszuziehen. Er küsste eine Spur meinen Hals hinunter und dann wieder zurück. Ich unterbrach ihn und sah ihn an. Dann stand ich auf und streckte ihm meine Hand hin und flüsterte, »Komm, mir ist irgendwie nach Baden.« Er schmunzelte, ließ sich dann aber von mir auf die Füße ziehen. Ich führte ihn in mein Bad, da in seinem keine Handtücher mehr waren. »Duschen oder baden?« »Egal. Das Wichtigste ist, dass ich dich so küssen und berühren darf, wie ich will.« Ich spüre, wie ich errötete. »Weißt du, dass du unglaublich süß bist, wenn du errötest, Granger?« »Nein, sie sind der Erste, der das behauptet, Malfoy.« Er zieht mich an sich. »Wir baden.« Er ließ Wasser in die große Wanne und begann dann ehrfürchtig, mich auszuziehen. »Mr. Malfoy, das ist nicht fair. Ich will auch meinen Spaß haben.« Dann beginne ich, sein Hemd aufzuknöpfen. Als wir uns gegenseitig fertig ausgezogen hatten und in die warme Wanne stiegen, fühlte ich mich wie auf Wolke 7. Endlich konnte ich wieder mit ihm zusammen sein, ihn küssen, ihn berühren. Es war wundervoll. Ich setzte mich vor ihn und lehnte mich an ihn. Sofort spürte ich seine Erektion an meinen Rücken. Ich drehte mich um, so, dass ich wieder auf seinem Schoß saß. Meine Finger fuhren durch sein Haar und dann über seine Brust hinab zu seinem immer zu wachsenden Problem. Er griff nach meiner Hand, um mich von meinem Vorhaben abzulenken. »Lass mich dich verwöhnen, bitte.« Er schaute mir tief in die Augen, schloss sie kurz und nickte dann. Ich ließ meine Hand wieder hinunterwandern. Dann umfasste ich seinen Schwanz. Er legte den Kopf in den Nacken und stöhnte. »Was? Was machst du mit mir, Hermine?« »Was mache ich denn?« Neckend nahm ich meine Hand wieder von seinem Schwanz. »Willst du mich in deinen Wahnsinn treiben?« Ich schmunzelte und fuhr fort. Ich bewegte meine Hand hoch und runter, massierte ihn. Er schien kurz davor zu kommen, als ich ihn wieder losließ. »Ich hab's mir anders überlegt. Du darfst zuerst.« Er stöhnte und ich küsste ihn. Er küsste eine Spur von meinem Mund über meinen Nacken zu meinem Dekolleté. Dort schaute er kurz zu mir hoch, senkte meine Lippen dann aber auf meine Brust. Er verwöhnte mich mit allem, was er hatte. »Draco, ich kann nicht mehr. Ich brauch dich jetzt.« Er ließ meinen Wunsch nicht lange im Raum stehen, sondern hob mich an und ließ mich auf seinen gewaltigen Ständer gleiten. Ich stöhnte auf. »Mine, komm für mich, bitte«, stöhnte Draco. Langsam begann ich, meine Hüfte zu bewegen. Immer und immer schneller. Ich ließ mich auf einer Welle der Lust tragen und kam schließlich mit Draco zusammen. »Das war... wow«, stammelte Draco, als wir uns von dem gewaltigen Höhepunkt erholt hatten. Den Kopf gegen seine Brust gelehnt, nickte ich. »Raus hier, das Wasser ist schon ganz kalt.« Jetzt, wo er es ansprach, spürte ich, dass das Wasser inzwischen wirklich schon ganz kalt geworden war. Ich stieg aus dem Bad. »Scheiße, Draco!« Ich schlage mir gegen die Stirn. »Was ist, Süßer?« Ich drehte mich um und sah in zwei verwunderte Augen. »Wir haben den Verhütungszauber vergessen.« Ich wende mich ab und flüsterte, »Was machen wir jetzt? Wenn ich schwanger werde, ich bin noch zu jung, um ein Kind zu bekommen. Und deine Eltern würden...« Er unterbrach mich. »Mine, egal was kommen wird, ob du nun schwanger wirst oder nicht, alles wird gut. Wir werden einen Weg finden. Du musst keine Angst haben. Ich bin bei dir, und was mein Vater betrifft, der ist wieder in Azkaban, und meine Mutter mag dich.«
Alles wird gut. Er nahm mich in den Arm und ich brach in Tränen aus. Wir standen einige Zeit so da und lösten uns erst wieder voneinander, als ich zu zittern begann, weil die Kälte nun langsam durch den Vorhang von Emotionen durchsickerte. Wir zogen uns wieder an, räumten unser Picknick weg und gingen dann gemeinsam schlafen. Wirklich schlafen konnte man das nicht nennen, denn ich konnte einfach nicht einschlafen und meine Unruhe hielt auch Draco davon ab, einzuschlafen. »Beruhig dich, Mina. Wenn du jetzt nicht schläfst, ändert sich die Situation auch nicht. Außer, dass du morgen schlecht gelaunt bist, und das will ich nicht.« »Ich kann aber an nichts anderes denken, als daran, dass ich möglicherweise schwanger sein könnte. Draco, meine Tage sollten in 2 bis 3 Tagen kommen. Ich bin jetzt gerade fruchtbar. Die Möglichkeit, dass ich nicht schwanger bin, ist so gering. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich habe einfach Angst, dem Baby keine gute Mutter zu sein. Ich...« Meine Stimme brach ab und ich spürte, wie mir eine Träne über die Wange kullerte. Draco zog mich an sich und strich mir über die Haare. »Ach, Mäuschen, dann bekommen wir eben ein Baby. Ich werde dich trotzdem lieben. Ich werde dich immer lieben und ich werde immer für dich da sein. Bitte, ruh dich jetzt aus. Wir werden einen Weg finden. Wir werden das schaffen.« Ich schluchzte noch ein paar Minuten weiter. Dann schaue ich zu ihm hoch und flüsterte: »Danke. Danke, dass du für mich da bist und mir zuhörst, obwohl ich gerade nur am Heulen bin. Du weißt, dass das mit einer Schwangerschaft nicht besser wird.« Er schaute mir tief in die Augen, senkte dann den Kopf und drückte mir einen sanften Kuss auf die Lippen. »Immer doch.« Ich lächle ihn nochmal an und schlafe dann in seinen Armen ein.